In den letzten 3 Jahren hat Chefkoch Gordon Ramsay einige ambitionierte Chefköche wieder in Form gebracht. Hör auf! Scheiße, das tut weh! Hey, raus! Raus! Nun, als erfolgreicher Gastronom, stellt er sich der schwersten Aufgabe seiner Karriere. Er hat Restaurants in London, Dubai, Tokio und New York. Doch jetzt begibt er sich direkt in Teufels Küche. Das ist doch eklig! Ich bin sprachlos. Beziehungsweise in die Restaurants der USA. Bitte hilf mir! Jede Woche besucht er ein Restaurant, das kurz vor dem Aus steht. Da rein. Er hat eben kein Geld mehr. Er arbeitet nicht. Dieser Laden ist eine einzige Katastrophe. Es ist eine bittere Wahrheit. Um diese Restaurants wieder in die Spur zu bringen, scheut Gordon Ramsay auch das deutliche Wort mehr. Aber ich habe noch nie, niemals, niemals, niemals jemanden gesehen, an den ich so wenig glaube wie an Sie. Oft bleibt die Höflichkeit auf der Strecke. Hau doch ab, du dreckiges Schwein! Muss denn erst jemand an diesem Fraß hier sterben, bevor ihr irgendwas kapiert? Ich fand dein Essen scheiße. Lass uns diese Unterhaltung unten führen. Du verdammt! Es wird emotional. Du bist ein verdammter Wichser, sonst nicht! Das reicht! Ich bin richtig sauer. Es ist nicht mein Fehler. Warum haben Sie aufgegessen, wenn es Ihnen nicht schmeckt? Geh schon! Hau ab! Es ist schockierend. Jetzt sofort auf der Stelle rauszuschmeißen. Oh mein Gott, sieh dir das an. Das ist ranzig, das ist verrottet. Ich hab das gegessen! Und dieses Chaos hatte ich nicht erwartet. Ich denke, diesem Laden geht es besser ohne dich. Dann geh du und sag ihnen, dass die Küche geschlossen ist. Geschlossen ist der glücklichste Tag ihres Lebens. Sagen, dass ich gehen soll? Es ist zugeschlossen! Wir machen aus diesem Laden einen Renner. Hoch die Hand und schwören Sie. Ich schwöre. Es kommt zu gewaltigen Veränderungen. Sind doch furchtbar. Nicht nur bei den Restaurants. Oh. Oh mein Gott, lecker. Es ist fantastisch. Auch bei den Mitarbeitern. Ich werde nicht vergessen, was du für mich getan hast. Das werde ich niemals vergessen. Die einen sind für Gordons Hilfe dankbar. Gott beschütze dich. Für dich auch. Für dich auch. Andere eher nicht. Dann verschwinde doch aus meiner Küche! Küchenchef Gordon, wo sind Sie? Warum ist dieser Typ hier? Für wen hältst du dich, dass du glaubst, du könntest mir was sagen? Was? Du arbeitest wie ein Schwein! Du französisches Schwein! Ich sag Ihnen, was ich bin, Kumpel. Ein beschissener Hurensohn! Sehen Sie, wie Chefkoch Ramsay die teuflischen Küchen Amerikas... Gott, ich bitte dich, erspar mir eine weitere Lebensmittelvergiftung. ...in kulinarische Paradiese verwandelt. Bitte, ihr dürft es nicht versauen! Heute bei In Teufels Küche mit Gordon Ramsay. Gordon hilft einem italienischen Restaurant. Na, das wird ja interessant. Die Krise hat inzwischen die ganze Familie erfasst. Du kannst dafür berühmt werden, innerhalb eines Tages halb Babylon vergiftet zu haben. Tina, die Besitzerin, ist am Ende. Ich könnte heulen oder gleich einen Mord begehen. Ihrem Bruder ist alles egal. Ich brauche den Anzug dringender als den Herd. Er ist ein 120 Kilo Baby. Er ist ein Verrückter. Du machst mir keine Angst. Ja, du nicht, klar. Ja. Gordon hat eine Woche, um den Laden wieder auf Kurs zu bringen und die Familie zu versöhnen. Heilige Mutter. Eine Herausforderung von enormem Ausmaß. Nein, du wirst dich da raushalten. Der Chefkoch ist ausgebrannt. Wenn diese Scheißgerichte fertig sind, müssen sie gleich raus. Und die Küche ist dreckig. Du arbeitest in einem richtigen Scheißloch. Das ist der einzige Herr, der funktioniert. Der einzige. Der Manager ist ein Tyrann. Was soll das heißen? Ich bin hitzköpfig. Gib mir diesen scheiß Klopfer und ich hau dir die verdammte Tür ein. Das Personal ist kurz davor, das Handtuch zu werfen. Bring du ihm doch die dumme Flasche bei. Nein. Wird es Gordon gelingen, dieses Familienrestaurant wieder auf Kurs zu bringen? Und mehr kann ich nicht schaffen. Ist doch lächerlich. Soll ich wegen der Muschel nächste Woche wieder reinschauen? Und die Situation zu beruhigen? Verdammtes Arschloch! Auf! Du bist ein verdammter Wichser, sonst nicht! Das sehen Sie jetzt bei In Teufels Küche mit Gordon Ramsay. Babylon, New York. Ein idyllisches Dörfchen am südlichen Rand von Long Island. Hier gibt es viele italienische Restaurants, aber eines, das Gordons Hilfe dringender benötigt als alle anderen zusammen. Hallo, wie geht es Ihnen? Mir gehört das Restaurant des Peters. Ist schon stressig. Dieser Laden ist ein Haufen Scheiße. Ich muss hier überall sein. Ja, wir sind noch frei. Wie viele Plätze bräuchten Sie? Keiner hält mich für die Besitzerin. Alle denken, das ist mein Bruder, weil der die Leute empfängt. Mach schon, Peter, hilf mir. Ja. Scheiße, Mann. Es gibt Restaurantbesitzer, für die sich alles im Leben um ihren Laden dreht. Aber zu dieser Art von Leuten gehöre ich ganz bestimmt nicht. Es gibt nur einen so, mich. Na? Wirklich keine Ahnung, für wen Peter sich hält. Ehrlich mal, ich glaube, er hofft auf eine Rolle im nächsten Goodfellas-Film oder sowas. Immer wenn ich denke, ich wäre raus, ziehen Sie mich wieder rein. Das war ein toller Film, ja, stimmt's? Allerdings. Oh ja. Wir stehen uns alle sehr nah. Wir halten zusammen. Es ist ein Familienbetrieb. Wenn Sie verstehen.
komm her! Ganz ruhig, Peter! Ich glaube, Peter ist das größte Problem des Restaurants. Bewegst du? Ich bin leidenschaftlich. Ich bin Italiener, wir sind laut. Wieso ist der Typ hier, um mich anzumachen? 2 Minuten später ist es vergessen. Komm her, ich will dich drücken. Na los, lass dich mal drücken. Er zieht seinen Vorteil aus dem Laden. Kriege ich vielleicht mal ein Cappuccino, bitte? Ich lege sehr viel Wert auf mein Auftreten, die Erscheinung, mein Auto, meine Anzüge. Ist da irgendwas Soße dran? Ich achte sehr auf mich, das sieht jeder. Sie können Hand an mich legen und ich schwöre Ihnen, es kommt nicht auf die Rechnung. Sie wissen schon. Es ist ihm nicht so wichtig, die Kunden zu beachten. Die Kunden sollen gefälligst ihn beachten. Ich brauche den Anzug dringender als den Herd. Scheiße! Alle Geräte, die wir in der Küche haben, müssten mal auf Vordermann gebracht werden. 3 der Öfen funktionieren leider nicht. Und der Ofen ist völlig hinüber. Wir haben den Grill, der nicht funktioniert. Als ich mich heute angezogen habe, dachte ich, ich gehöre nach Florida. Die Familie lädt alles auf Tinas Schultern ab und ich glaube, sie kriegt es nicht hin. Okay, es ist mir scheißegal, ob es kaputt ist. Aber ich kriege einen Nervenzusammenbruch wegen eines verdammten Kerzenständers. Dieses Restaurant war mal das Top-Restaurant in diesem Städtchen. Aber es ging immer weiter bergab. Das Restaurant bringt nicht mehr das Geld wie früher. Die Rechnung zahlen wir auch nicht mehr. Tu mir einen Gefallen, geh spazieren. Mach einen Spaziergang. Wir kriegen leider auch Anrufe. Der Typ hört einfach nicht auf anzurufen. Und mein Vater macht die ganze Situation nur noch schlimmer. Mein Geschäft ist an einen kritischen Punkt gekommen. Und ich liege nachts wach, denn ich sehe, dass es hier Probleme gibt. Hör mal zu. War ein Fehler herzukommen. Sagst du? Bevor ich mein Leben verliere, verkaufe ich lieber den Laden, auch wenn es mir in der Seele wehtut. Ich bin hier in Babylon, New York und treffe Peter von Peters Restaurant. Ein Familiengeschäft, klein, beschaulich und es ist richtig am Arsch, hat ziemlich zu kämpfen. Und er sagt, er holt mich ab. Wo ist er? Wo ist er? Komm schon. Oh, das wird er dann jeffer sein. Ach du Scheiße, was für ein Schlitten. Peter? Wie geht's, Gordon? Hallo, freut mich, schönes Auto. Wie geht's? Danke, gut. Hey, willkommen in Babylon. Ja. Wie geht's? Gut, danke. Und dir? Gut, Mann. Siehst gut aus. Danke, du auch. Schön, dass du da bist. Es war, als wäre Superman gekommen. Ich war sehr aufgeregt. Fein da. Ich fühle mich wie in Hollywood. Was für ein sauberes, kleines Städtchen. Ja. So, hier wären wir. Willkommen. Danke. Hey, nach dir. Komm mit, da drüben steht meine Familie. Mom, Dad, das ist Gordon Ramsay. Hallo. Und das ist Tina. Hi, freut mich. Tina? Im ersten Moment wusste ich nicht, was ich von ihm halten sollte. Die wirren Haare, ich dachte, das ist einer von diesen verrückten Ausländern. Ist es dein Restaurant, Peters? Das ist mein Name. Es trägt seinen Namen. Das ist meins. Toll, die ganze Familie arbeitet zusammen. Na, aber klar. Mom, Dad, großer Bruder, kleine Schwester. Ich war gespannt darauf, Gordon kennenzulernen. Er ist ein kluger Mann, er sieht gut aus, er ist charismatisch. Wer ist der Küchenchef? Robert. Gordon Ramsay. Wie geht's? Hi. Hallo, freut Robert mich sehr. Robert Azera. Und du bist der Chefkoch, ja? Ja, sieht so aus. Sehr gut. Hier sind meine besten Freunde, Jerry und Jerry. Jerry und Jerry. Ja, gut. Wenn Leute das Essen nicht mögen, naja. Hauen Jerry und Jerry die Leute zusammen. Was für eine Ehre, er hat mich seinen Mafia-Kumpels vorgestellt. Na, das wird ja interessant, du lieber Himmel. Schon entschieden? Ja, ich nehme zuerst die Krabbenpuffer, bitte. Krabbenpuffer. Danke. Okay. Und danach das hier, Hummer-Ravioli. Gute Wahl. Wunderbar. Danke, ich freue mich. Wie war Ihr Name? Angelo. Angelo. Gentlemen, ich habe hier Ramsays Bestellung. Okay, hier die Krabbenpuffer, bitte, mit einer scharfen Dijon-Sauce. Wunderbar, vielen Dank. Die Krabbenpuffer sind hausgemacht? Natürlich, hausgemacht, ja. Danke. Sehr gern. Der Salat sieht furchtbar aus. Ist der Salat frisch? Da sind kleine Stückchen drin. Sieht aus wie verdorben. Hä? Wie alt ist der Salat? Bring's zurück, bevor da irgendwas rausspringt. Ich esse nur den Krabbenpuffer. Okay. Der ist wirklich schon total vergammelt. Ja. Das ist lächerlich, Mann. Sieh hin. Wie alt ist der Salat? Ich stehe wie ein Trottel vor dem Kerl. Angelo? Ja? Ich will dich nicht in Verlegenheit bringen, aber der ist kalt in der Mitte. Und die Krabben sind nicht frisch. Ziemlich eklig. Okay, ich sag in der Küche Bescheid. Ja. Wenn du in ein italienisches Restaurant gehst, dann erwartest du schließlich, dann willst du frisches Essen. Der Krabbenpuffer? Kalt.
Das geht ja gut los. Dann wird er bei den Ravioli kotzen. Was sollte er gegen die Ravioli haben? Die Ravioli sind doch gut, oder? Die sind aus dem Großhandel. Was denkst du denn? Ja. Danke. Gut, ich brauche keine Petersilie. Das ist noch nicht mal Hummer. Das ist wie Babynahrung, innen schmierig. Wer hat das Essen garniert? Was? Wer hat diesen Teller garniert? Ich glaube, die verarschen mich. Kippen fast ein halbes Pfund Petersilie drüber. Er sagte, wow, bitte noch ein Kilo Petersilie. Zunächst mal mache ich die Petersilie drauf. Das ist mein Job und ich entscheide, was da drauf kommt. Ist nicht dein Problem. Ja, aber ich kriege dafür ständig die gleiche Kritik zu hören. Dann sag ihm, er soll kommen und es mir ins Gesicht sagen. Sag ihm, John muss rennen. Es ist Wahnsinn, es ist Chaos. Es gibt Zeiten, da könnte ich jede einzelne Person da drin erschießen. Leute, hört mal. Vorbei, es ist vorbei. Was ist da los? John, der Sous-Chef ist beleidigt wegen der Petersilie. Ich werde mal eben den Streit in der Küche schlichten. Jetzt gleich. Entschuldigung, seid ihr wahnsinnig? Was macht ihr jetzt nach alle? Ihr verbrannt den Erdbeeren, das ist scheiße. Maul halten! Verstehst du, was ich dir sagen will, Angelo? Einfach Fresse halten, klar? Gütiger Himmel, willkommen in Babylon. Dem Multitap-Testsieger bei Stiftung Warentest. Nachdem Gordon das Essen probiert hat, wird es Zeit für ein Gespräch mit der Familie Pellegrino. Ich will jetzt die Wahrheit hören und nichts als die Wahrheit. Und je schneller ich sie höre, die Wahrheit, desto schneller kann ich helfen. Also, Manager. Gut, ich sehe das so. Jeder ist... Er kommt rein, kommt nicht rein. Kommt rein, sagt allen, was sie tun sollen. Sagt mir, was ich tun soll. Sagt ihr, was sie tun soll. Ich versuche sauber zu machen. Er will Kaffee. Die hören nicht zu. Die hören einfach nicht zu. Und das reicht, ich werde es nicht hören. Von Geschäften hast du doch gar keine Ahnung. Fahr ihr doch nicht gleich ins Wort. Ich weiß es zu schätzen, dass sie solche Sachen sagt, nur leider hat sie noch weniger Ahnung als du. Und alles immer schön vor den Gästen, sodass es jeder hören kann und sich dann wundern, dass keiner kommt. Ich habe dir gesagt, dass es so nicht geht. Hast du nicht, nein. Ach, du willst doch nur nicht wahrhaben, dass ich recht habe. Und genau das ist der Grund, warum der Laden die Waschen hält. Er macht alles kaputt. Leck mich. Tag 2. Und Gordon hat bereits herausgefunden, dass die Spezialität dieses Restaurants das Streiten ist. Nun ist es Zeit, den Zustand der Küche zu prüfen. Was ist hier drin? Lieber Gott, was ist da drin? Scheiße, Baguette? Ihr Baseballschläger. In dieser Kühlanlage ist es noch nicht mal kalt. Das ist alles vergammelt, vermodert. Ach, fauler Blumenkohl, Zwiebeln. Das hier, das sieht aus wie Kamelscheiße. Das hier, wie aus einem Ekel-Science-Fiction. Oh mein Gott. Ugh. Würdest du das essen? Scheint, als wäre der Kühlraum undicht und da käme echt Wasser runter. Und richtig. Das ist das Regenwasser vom letzten Jahr. Sieht aus, als käme die Decke gleich runter. Hey. Kumpel. Schön, dass du da bist. Tut mir echt leid, Kumpel. Ich musste noch was abholen. Was war denn? Ich musste was abholen. Die hatten das an die falsche Adresse geliefert, weißt du? Das war höhere Gewalt irgendwie heute Morgen. Okay. Ich zeig dir jetzt was, das dir hoffentlich die Augen öffnen wird. Tina, Angelo auch, ja? Schaut euch das an. Wann wart ihr das letzte Mal im Kühlraum? Im Kühlraum? Ja. Ich hatte letzte Woche Hitzewallung. Hitzewallung? Und was meinst du damit? Ich meine, mir war heiß und ich bin da mal kurz rein. Ach du Scheiße. Wollt ihr hier eine Tulpenzucht aufmachen oder was? Aber leider wird's noch schlimmer. Das ganze Ding ist undicht. Was verdammt ist das? Ja, was ist das? Keine Ahnung, frag das den Küchenchef. Du kannst dafür berühmt werden, innerhalb eines Tages halb Babylon vergiftet zu haben. Scheiße, du solltest dich schämen. Das ist sauer und giftig und mindestens hier 4 Wochen alt. Los, nimm eine Nase. Bitte los, Gordon, ich komm grad aus dem Bett. Na gut, dann du, Tina. So was serviert ihr wirklich? Nein, aber dafür ist der Küchenchef verantwortlich. Gut, wo sind die Säue? Das ist dein Kühlraum. Den werde ich und was erzählen. Und er steht in deinem Scheißrestaurant. Können wir hier raus, bevor ich mir was einfange? Ja. Ich fühle mich furchtbar. Es ist so, als würde dir einer sagen, dein Kind ist hässlich. Ach, das ist doch lächerlich. Hey, bleib hier. Du der Vollidiot. Der Kühlraum ist die Katastrophe, aber wissen Sie was? So wie es in diesem Ding aussieht, so fühlen wir uns auch bei der Arbeit in so einer Küche. Klar, schieb mir doch alles in die Schuhe. Der große Brand von Chicago, Hurricane Katrina, der 11. September, scheiße, Mann. Das sehe ich das erste Mal, verstehst du? Du nimmst dich wie ein Riesenbaby. Manchmal mach ich nicht. Klar, doch, ich bin an allem schuld. Und weißt okay, du was, Mann? Dann stell ich bin dich die Nummer 1 hier. Nur ich. Okay, mach den Dreck weg. Ja. Los, ihr da, sauber machen. Aber Dalli, das ist ja unglaublich.
unglaublich. Es ist nicht zu fassen. Bevor Gordon anfängt, die Strukturen zu ändern, möchte er, dass die Küche picobello sauber ist. Und, wie sieht's aus, Ladies? Ich glaube, Peter ist das Hauptproblem dieses Restaurants. Nichts funktioniert. Er schert sich auch nicht groß darum. Er kümmert sich nur um sich selbst. Die Küche ist nun so sauber wie schon seit Jahren nicht mehr. Und Gordon kann sich darauf konzentrieren, den Abendservice zu beobachten. Und die Reservierungen? Was haben wir für Buchungen? Wir sind etwa bei, was haben wir, Da steht gar nichts drin. Ist, ein hartes Geschäft, hm? Vielleicht muss ich meine Uhr verkaufen. Gibst du mir dafür 20 Mäuse? Also ist sie falsch? Hm. Falsch? Hier sind nur meine Zähne falsch, klar? Sind schon ziemlich weiß. Da sind die weiß gebleicht. Wie viel kostet das? Keine Ahnung. 1000 pro Besuch. Ich putze meine Zähne zweimal am Tag. Große Scheiße. Ja, ich finde Zahnpflege... Das passt gut zu deinem braunen Teint. Ja? Ja. Irgendwie schon. Ich würde eher einen neuen Scheiß Herd kaufen. Mist! Ist schon ewig her, dass ich hier meine brauchbare Pfanne hatte. Es ärgert mich, aber ich kann nichts dran ändern. Ist nicht mein Restaurant. Was geht denn nicht? Diese Kochflächen hier funktionieren nicht. Der Grill funktioniert auch nicht richtig. Genauso wenig wie der Ofen. Wir nehmen ihn als Ablage und packen unsere Handtücher rein. Wann wurde das letzte Mal irgendwas für die Küche gekauft? Na, auf jeden Fall nicht, seitdem ich hier bin. Ich glaube, Peter achtet mehr auf sein scheiß Auto als auf sein Restaurant. Das glaube ich auch. Die Küche ist das Herz eines Restaurants. Und wenn das nicht schlägt, dann ist der ganze Laden tot. Und man hat ein Problem. Da die meisten Küchengeräte nicht funktionieren, ist es den Köchen unmöglich, ihre Arbeit zu machen. Und sie lassen sich ihre Frustration durchaus anmerken. Wo sind meine Penne Arrabbiata? Hör auf, mich dauernd danach zu fragen. Wehe, du fragst mich das noch ein einziges Mal. Wenn es mal chaotisch wird, hörst du Robert nur noch rumschreien. Wenn diese Scheißgerichte fertig sind, müssen sie gleich raus. Er ist ein guter Chefkoch, aber er hat einen Knall. Bring das raus. Ständig nachfragen, verfluchter Idiot. Fragst du meinen Freund, den Doktor, ob er noch eine Flasche Wein aufs Haus will? Klar. Darf ich Ihnen noch eine Flasche Wein aufs Haus bringen? Wer hat C5? Ich. Er kriegt noch einen Absacker, geht aufs Haus. Mhm. Der Doktor da, der bezahlt ja nichts? Der Doktor zahlt nichts. Stehst du dafür gerade oder geht alles aufs Haus? Das lege ich auf die Sonderkosten. Soll ich vielleicht nicht? Ich meine, dieser Mann da, der kümmert sich doch um mich. Es ist nur ein Geschäft. Das sagt Don Corleone in der Pate. Ich lass meinen Arzt bezahlen und glaub mir, der verdient gut. Ah ja. Ist ja ein kleiner Treffpunkt hier. Ein kleiner Schade nur, dass kaum einer hier bezahlt. Einerseits gibt Peter viel Geld für sich aus. Andererseits spendiert er seinen Freunden kostspielige Mahlzeiten. Eine tödliche Kombination für das Geschäft. Unerwarteterweise schaut ein Geldeintreiber vorbei. Hey, hör zu. Nein, nicht gerade jetzt. Ja, hör zu, wir haben was zu klären. Komm bitte raus fürs Geschäft. Okay. Pass auf, keine Scherzchen mehr. Ja, hau ab, du kannst mich, du Wichser. Ja. Mach, dass du rauskommst. Nimm deine verdammten Pfoten da weg. Nimm deine Pfoten da weg. Willst du was aufs Maul? Willst du gleich eine aufs Maul? Na los, mach schon, wenn du los. Du hast den ersten Schlag frei. Du würdest nicht mehr aufstehen. Hör mir zu, Kumpel. Unsere Freundschaft ist vorbei. Du bist ein Wichser. Wer will schon von so einem aufgepfristeten Idioten der Freund sein? Denk doch mal so, wie du leider Wichser und du fängst dir einen. Das wird dir noch leid tun. Das wird dir doch sehr leid tun. Komm mir gar nicht zu nah, du Arsch. Hast du mich verstanden? Sonst wird dir das doch verdammt leid tun, du Arsch. Tut mir leid, aber ist ein verdammtes Arschloch. Scheiße. Ich hab mit anderen Leuten gesprochen, denen er was schuldet. Die haben alle die Schnauze sowas von voll. Das hat damit nichts zu tun. Ich wollte nur mit ihm reden. Das war aber nicht der beste Zeit. Nachdem Peter den Geldeintreiber abgeschüttelt hat, spricht Gordon mit seiner Schwester Tina, der das Restaurant gehört. Ich weiß, ich bin gerade erst angekommen, aber... Puh, scheiße, wie stehst du das durch? Was mich motiviert, sind all die netten Leute, die reinkommen, weißt du? Aha. Aber eigentlich bin ich am Ende meiner Kräfte. Gut, was ist dein größter Frust, das größte Problem, das du hast? Alles, von der Küche bis zu meinem Bruder. Tja, offensichtlich sind wir so eine Art Gratis-Restaurant und jeder tut hier, was er möchte. Ich bin manchmal so gestresst und außer mir, ich könnte heulen oder gleich einen Mord begehen. Aber spielt Peter eine finanzielle Rolle? Ich zahle ihm seinen Lohn, aber er tut nichts. Und dann komme ich und die sagen mir, er hat sich $200 genommen. Scheiße. Es ist so, ich komme hier auf keinen grünen Zweig und er nimmt sich Geld. Das kann er nicht machen.
Absolut richtig. Wie lange soll das noch so weitergehen mit dieser... Nicht mehr lange. Ich kann auch nicht mehr. Dann verkaufe ich lieber gleich. Ich bin kein Märtyrer. Ich mache hier sowieso alles allein. Und das nehme ich ihm übel. Es ist nicht fair. Wenn das hier nichts wird, was steht dann für dich auf dem Spiel? Was würdest du verlieren? Mein Haus. Dein Haus? Das ist Irrsinn. Die Definition von Familienbetrieb ist, jedes Mitglied der Familie arbeitet auch mit, damit es ein Erfolg wird. Es darf nicht nur einer die Last tragen. Oh ja. Tag 3. Und allerhöchste Zeit für Gordon, die Familie endlich wachzurütteln. Dieses Geschäft gibt es jetzt seit 17 Jahren und es ist ein Familienunternehmen, richtig? Ja. Heute werden wir diesen Konsens erneuern. Es wird jetzt noch mehr Familie, als es jemals war. Und das geht so. Du, ja, und dein Vater, ihr leitet ab nun die Küche. Ihr werdet kochen. Oh mein Gott. Ja, ihr bereitet die Gerichte zu. Super Idee. Oh wei. Du arbeitest in der Küche, denn du sollst sehen, wie das ist. Und zwar da hinten, mit deinem Dad. Du magst Essen? Du hast sicher genug davon gegessen. Tina, du leitest den Gastraum mit deiner Mutter. Okay, los in die Küche und steck die Nase ins Kochbuch. Peter, den habe ich noch nie kochen sehen. Der kriegt noch nicht mal ein Ei hin. Sieh mich an, ich habe Angst. Ich habe den totalen Schiss, Mann. Du hast noch längst nicht genug Schiss. Los! Lass uns anfangen. Peter frisst ganz schön viel, das sieht man ja auch. Also meint er, er wüsste, wie in Restaurants gekocht wird, aber er hat keinen Schimmer, wie das geht. Hallo, willkommen. Während Peter und sein Vater sich in die Küche einarbeiten... Warum kann man den Brenner nicht runterdrehen? Weil das hier so ist. ...holt Gordon Kundschaft ins Restaurant. Die ersten Bestellungen, alles auf die Plätze. Kann ich bei Ihnen anfangen? Ja, klar. Was darf sein? Ich nehme den Lachs. Ma, tu mir einen Gefallen, mach mir einen Espresso, bitte. Geh und mach ihn dir selber. Ich wollte nur, dass mir meine Mutter einen Espresso macht. Espresso? Himmel, Arsch und Zwirn. Ist der immer so? Ja. Tatsächlich. Mein Gott. Wenn mein Vater und mein Bruder hier Köche wären, gäb's Massenmord. Ich hab ne Bestellung. Alle an Bord. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Ich brauch schwarze Oliven und Artischocken. Gleich hier unten. Unterstützt uns hier eigentlich jemand? Ach, jetzt sind's die anderen, die dich nicht richtig unterstützen. Wir machen doch, was sicher. Wir können. Hier noch einen Nervenzusammenbruch. Wollen Sie gleich bestellen oder möchten Sie noch schauen? Gibt's hier keinen Ofen, der funktioniert? Das ist das, was ich bestellt habe. Venusmuscheln und Suppe. Was zum Teufel ist das? Das ist doch hier alles völliger Scheiß. Angela, Tisch 7 bitte. Da kommt ein Tisch mit 10 Leuten rein. Wo sind die Muscheln? Wo ist der Lachsmann? Wo sind die Limonen, verdammt? Ach, du willst Limonen? Dann guck mal, hier drin, so sehen die aus. Ich brauche saubere Löffel brauche ich. Wo ist das Hühnchen? Das Hühnchen? Das ist das da vor deiner Nase. Peter ist ein verzogenes 120-Kilo-Baby. Heilige Scheiße. B2 hatte weder die Tagliatelle noch die Muschel. Sag ihn, ich bin dir in Nachtisch. Hier, bitte. Wir brauchen keine Vorspeise. Nein, du beeilst dich jetzt mal. Was soll ich denn machen? Ich hab leider nicht mehr als 2 Arme. Okay, jetzt haben wir Stimmung in den Laden gebracht. Peter sieht jetzt langsam, wie es ist. Er sieht nun, wie schwer es ist, in dieser Küche zu kochen. Denn nichts funktioniert. Das ist schon leicht peinlich, denn ein Familienbetrieb sollte eng zusammenarbeiten. Seit einer Stunde läuft der Mittagsbetrieb und noch immer kommt kein Gericht aus der Küche. Es ist durch. Was kokelt denn hier drin? Er hat das Huhn anbrennen lassen. Wo sind die beschissenen Kräuter? Nichts klappt. Keine Ahnung. Ich suche mir eine Ecke und verkriech mich. Kann mal jemand Tina holen, bitte? Ich brauche eine O-Saft. Soll Tina alles fallen lassen, um dir ein Glas O-Saft zu holen? Ist mir egal. Ich brauche jetzt sofort ein Glas Orangensaft. Du hast wohl eine Vollmeise. Was? Was war das bitte? Jetzt mal halblang. Mach mal halblang, Killer. Ja. Mich auch. Ich will nur sehen, was große Jungs wie du drauf haben. Jetzt macht mal ein bisschen. Ja. Hau rein, Speckbacke. Ganz ruhig, ja. Endlich sagt dir mal einer, hör zu, Junge. Hör schon auf, hier den King zu machen. Du bist gar nichts. Du, mach, dass du hier verdammt nochmal rauskommst. Robert, du übernimmst wieder. Los, mach schon. Ich fass es nicht. Nachdem Gordon bewiesen hat, wie entsetzlich die Zustände in der Küche sind, muss sich nun schnell etwas ändern, damit der Neustart gelingt. Gordon hat nun ja Peter auf genau die richtige Art und Weise angesprochen, denn der war hier, naja, der Macker. Und Gordon, also, er zeigt ihm, wo es lang geht. Tust du mir einen Gefallen? Ja. Gehst du mal raus? Geh einfach nur hier raus, ja? Kann ich auch zur Maniküre. Polier die Zähne oder putz sie dir. Tag 4. Obwohl Peters Arbeitseinstellung eine Katastrophe ist, holt ihn Gordon mit dazu, als er der Familie seinen Rettungsplan präsentiert.
Gut, heute kommt der Neuanfang. Ein neues Kapitel für Peters Restaurant. Ja. 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 Und dafür müssen hier alle an einem Strang ziehen. Es wird Veränderungen geben. Folgt mir bitte, ja? In die Küche. Willkommen in eurer neuen Küche. Oh mein Gott. Oh, oh Mann. Heilige Seht euch um. Seht euch um, seht euch um. Eine Nacht lang haben Gordons Spezialisten daran gearbeitet, dem Restaurant das zu geben, was es am dringendsten gebraucht hat. Eine vernünftige Küche. Und alle Herde funktionieren. Oh mein Gott. Oh, Peter, sieh dir mal das an. Teller, Herde, Öfen. Ich kann es wirklich nicht fassen. Einen neuen Doppelkühlschrank gibt es auch. Oh mein Gott. Und dieser Kühlschrank funktioniert. Was für eine Küche. Ich glaube, bei uns allen war schon die Luft raus und wir wollten aufgeben. Und Gordon hat uns wieder aufgerichtet. Heute ist ein ganz toller Tag. Dein neues Reich. Das ist wirklich großartig. Jetzt habe ich wirklich eine richtige Küche, in der man auch richtig kochen kann. Ich habe in euch investiert. Nun will ich was sehen. Wenn du so ein Geschenk annimmst, übernimmst du Verantwortung. Und ich glaube, das ist genau das, worauf Gordon hinaus wollte. Hört mal, ich gebe euch das, was ihr wolltet, und ihr werdet respektvoll damit umgehen. Es ist Zeit, die neue Küche in Betrieb zu nehmen. Gordon stellt die Speisekarte um. Na also, geht doch. Was ich mir vorstelle, sind familienspezifische Gerichte. Wir machen einfaches, verblüffendes, klassisches italienisches Essen. Okay, Lasagne. Ich bin sehr gespannt, wie es ist, mit Gordon zu kochen. Es ist eine Ehre, einen wie ihn hier zu haben. Ich war irgendwie in meinem kulinarischen Trott. Und jetzt hat Gordon diese neue Karte vorgelegt. Und das ist schon ein sehr erfrischendes Gefühl. Los geht's. Gordon setzt auf gute Hausmannskost, die das Peters im Wettbewerb neu platzieren soll. Es gibt wie viele? 6, 7 italienische Restaurants hier in Babylon? Eine Sache kann den Unterschied zu den anderen ausmachen. Wenn ihr es als echtes Familienrestaurant führt. Gordon, fiel das mit der Hausmannskost ein. Wirklich eine ganz außergewöhnliche Idee. Das hat hier sonst keiner. Auf der Karte stehen nicht länger petersilienbedeckte Ravioli und kalte Krabbenpuffer, sondern frische, hausgemachte Familiengerichte wie Hummer-Ravioli, Penne, gegrilltes Hüftsteak, Cappellini und Rocchetta und dann Porchetta, was wunderbar ist. Solche Gerichte sind ziemlich beliebt. Das ist nun der Zeitpunkt für euch, die Neuigkeit und das Volk zu bringen. Es ist so einfach. Okay, Leute, ich will da was ziemlich Großes in Bewegung setzen. Ein Affenspektakel? Ja, sowas. Ja, gut, komm her, Mann, komm her. Oh, jetzt drücken die sich. Eine brandneue Küche, eine neue Speisekarte und eine Strategie, die Familien ansprechen soll. Ist das Restaurant bereit, den großen Neustart in Angriff zu nehmen? Also los! Bevor sich die Pforten öffnen, versammelt Gordon das Personal zu einer Lagebesprechung. Okay, heute ist der kritische, entscheidende Tag. Hey, gehörst du auch hierher, oder? Nein, ich warte nur auf ihn. Okay, wir haben nämlich gerade zu tun. Und schon wieder steht ein Geldeintreiber in der Tür. Sie stören hier, okay? Können Sie verschwinden? Ich störe? Ich störe? Sie werden sich 2 Minuten gedulden müssen. Nein, raus hier. Was? Wir wollen hier weitermachen. Gehen Sie schon. Sie sollten mir aus dem Weg gehen. Ich habe mit Peter Nein. zu reden. Verstehen Sie? Sie verschwinden Ich will jetzt. Mit dir reden. Ich sagte, gehen Was? Sie. Was treibst du hier Was eigentlich? Was glaubst du, wer du bist, Was alter Mann? Bleib ganz Nein. ruhig. Ist, komm. Wie redest du denn hier? Los, raus. Bleib ruhig. Scheiße, redest du mit mir? Du schuldest mir Geld, verdammt nochmal. Verpiss dich, Idiot. Fick dich ins Knie, du kleiner Mann. Lass ihn das Reich. Ich mach den Wichser alle. Der kriegt, was er verdient. Scheiße, wenn ich Hunger warm mache, dann mach ich platt. Hör los, zeig mir, was für ein verdammt harter Kerl du bist. Komm, lass es schon, du zieh dich aber an Arsch. Hör auf, mein Vater voll zu texten. Verpiss dich hier. Verdammtes Arschloch, verpiss dich endlich, ich hau dir in die Fresse! Du Mistigern Gangster! So falsch wie deine Geldscheine! Halt! Los, lass mich los! Ich mach das Arschloch alle! Die Leute denken! Komm her, du kriegst auf die Fresse! Du scheiß Arschloch! Du mieses Arschloch! Ich hau dir auf die Fresse, verstanden? Scheiß auf den Typen! Scheiß auf den Typen! Peter! Komm her, du mieser Scheißgangster! Ruhig dich! Hör auf den Drecksau! Du bist doch sowas von das Letzte! Nein! Du blamierst das Restaurant. Beruhige dich, Peter. Hä? Ja, der Scheißwichser. Ich werde diesem Kerl die Fresse polieren.
Komm schon, komm rein. Lass ihn mach dich alle, du verdammter Penner. Na los, raus aus dem Auto. Komm raus und kämpfst mit dir. Gut. Na los, raus mit dir. Jetzt ist aber gut. Komm mal runter. Scheiße. Komm rein, komm rein. Jeremy und seine Jungs sind schon auf dem Weg. Hey, für wen hält er sich? Gib mir den Scheißkoffer und ich werde es dem Kerl zeigen. Das war der letzte von diesen Wichsern, der hier reinkommt. Du bist immer so hitzköpfig. Hast du meinen Vater am Boden gesehen? Hab ich. Was soll das heißen? Ich sag ja nur ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ruhig, ja? Ich hab ihn weggeschickt, alles klar? Die streiten sich viel. Naja, solche Sachen passieren. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ist ja gut. Los, komm, wir gehen mal kurz raus. Na los, komm, wir gehen in die frische Luft. Was ist denn los? Was ist passiert? Zuerst mal trägt man sowas nicht im Geschäft aus. Ich weiß, du hast recht. Zweitens gefiel mir nicht, wie er mit dir gesprochen hat. Das war respektlos. Ruhig, 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 ruhig. Tief einatmen. Ja, ich bin hier, um zu helfen. Nachdem wichtige Zeit verschwendet wurde, bis sich alle beruhigt haben, muss Gordon Peter und das Personal dazu bringen, sich auf die heutige Wiedereröffnung zu konzentrieren. Ein großer, wirklich großer Abend. Eine neue Speisekarte, Hausmannskost, neues Erscheinungsbild. Das wird vielleicht der große Wendepunkt für das Restaurant. Lasst die Gelegenheit nicht verstreichen und zeigt, dass ihr es packen werdet. Viel Glück! Die Gäste sind gespannt auf die neue Speisekarte. Nehmen Sie den Fisch. Gut, also dann den Fisch. Ach, nur die Muscheln, das reicht. Ist eine gute Idee, die Hausmannskost. Und die Köche tun, was sie können. Die großen Tische bestellen alle die neuen Gerichte. Alle in der Küche geben sich richtig Mühe. Das ist das Allerneueste. Ein Cranberry-Saft mit Selters. Wärst du so freundlich, bitte? Ach nee, weißt du was? Lieber Ananas. Ja. Lieber Ananassaft mit Eis und dazu einen Schuss Heidelbeere. Ist gut für meinen Zucker. Eine Stunde nach Küchenöffnung ist das Restaurant so voll wie seit 7 Jahren nicht mehr. Lass uns den hier decken, für 14, gleich jetzt. Kommt schon, kommt schon. Okay, gerade kommen 14 Leute auf einmal. Ein echter Härtetest, denn durch die Hausmannskost sollte es leichter gehen. Oder das Ganze endet im Desaster. Es ist viel los. Tina, hast du meine Halstablette? Peter als einer der Besitzer sollte antreten. Und, naja, seinen Arsch etwas mehr bewegen. Er tanzt nur durch die Gegend. Keine Ahnung, was soll ich tun? Peter, den Tisch hier. Ja? Stell ihn Bruschetta hin. Ja, okay. Alles klar? Und als Peter beschließt, sich endlich nützlich zu machen... Hab ich einen Hunger, Mann. ...serviert er nicht etwa die gebackenen Venusmuscheln? Hat mal jemand eine Gabel? Macht schon. Dort soll mich nicht essen sehen. Gibt mir Ärger. Sondern isst sie selbst. Oh, Mann. Peter! Hör mal, Peter, tust du mir vielleicht mal einen Gefallen? Es ist köstlich. Robert! Was denn? Was zum Teufel ist hier los? Gar nichts, gar nichts. Hast Hunger, ja? Verpiss dich, raus. Guck dir deine Wampe im Schaufenster an. Ja. Wir brauchen noch ein Dutzend Venusmuscheln. Die eben sind nicht rausgegangen. Ein Dutzend? Haben Sie meine Muscheln vergessen? Nein, nein, die sind... Ich werde mich sofort darum kümmern. Hey, Leute, soll ich vielleicht wegen der Muschel nächste Woche noch mal reinschauen? Oder sie aus einem anderen Restaurant holen? Nein, brauchst du nicht. Du kriegst sie gleich. Drängel nicht. Okay, schöner voller Gastraum, neue Speisekarte, neue Küche, neues familiengerechtes Essen. Aber Peter macht mir Sorgen. Hör zu, ich will einen Cappuccino, aber wenn's geht, gleich einen doppelten, bitte. Es war richtig, richtig hart. Ich meine, na ja, meine Knie, die Hüfte, es war härter als im Kraftraum. Härter als im Kraftraum. Gordon macht Peter Feuer unterm Hintern. Weil sie jetzt eine Stunde auf ihre Muscheln gewartet haben. Und der lässt seine Laune am Personal aus. Was tun die eigentlich? Hallo? Zu ihrem Tisch kam noch keiner. Nicole, willst du mich verarschen? Warum kommt hier keiner? Ruhig, das ist überhaupt nicht mein Tisch. Ist mir vollkommen egal, jetzt ist es deiner. Gut, ich mach ja schon, Peter. Peter hat mich vor den Gästen angemotzt und das völlig zu Unrecht. Das kann er nicht tun. Das ist gar nicht mein Tisch. Die blöde Kuh hat eine Fallmeise. Er kann nicht zugeben, dass er es war, der was falsch gemacht hat. Das lässt er dann immer an anderen aus. Stell diesen Leuten deine Flasche hin, sofort. Entschuldige dich, sag, die geht aufs Haus, okay? Dein Scheiß kostet mich eine Flasche Wein. Das war nicht mein Tisch. Ich hab da nichts zu suchen. Bring ihnen die Flasche Wein, bitte. Keine Ahnung, warum der sich so benimmt. Dumme, blöde Kuh. Ich meine, er steht jedem im Weg. Die anderen schütteln das so ab. Aber ich denke, ich sehe das etwas enger, vor allem, wenn er mich vor den Gästen anblafft. Was geht da bitte an A7 vor? Kann ich das erfahren? Jeder Gast, den ich bediene, sagt das Gleiche zu mir. Oh, wow, der ist ja eklig zu ihm.
Was, ich eklig? Mit dir kann man einfach nicht reden. Ist doch lächerlich, mit mir kann man nicht reden. Quatsch. Wenn du was zu sagen hast, dann sag's mir doch hier und nicht bei den Gästen im Restaurant. Sag's mir doch hier. Wie kannst du jetzt nur heulen? Sie war wie ein Maschinengewehr. Sie hat alles nur so rausgehämmert. Ich glaube, die hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich mach mir dann die Drinks, noch mach ich das Essen. Das ist vollkommen lächerlich, du blamierst mich. Ganz ruhig. Und du komm runter. Dreh mal nicht so am Rad. Hey! Mein Gott, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Über 200 zufriedene Kunden. Der Neustart war ein Erfolg. Trotz Peter. Der Laden war mal ein Renner. Und du hast ihn fast ruiniert. Es war, was es ist. Es ist, was es ist. Und du es hast auch ihn ruiniert. Ja, schon klar. Aber gerade sind wir nicht in der Situation, was zu investieren. Scheiße, wie spät ist denn? Was denkst du, ist das hier? Ein kleiner Salon für Privatmassagen und Fütterung? Du stolzierst hier durch den Laden verdammt nochmal? Mit einer Schüssel Essen in deiner Monsterklaue? Und frisst dich voll. Ich kann dir sagen, dass ich meine Geschäfte anders führe. Ich habe Kopfschmerzen. Du hast nicht einen Tag gearbeitet, die letzten 20 Jahre. Ich hatte ein paar persönliche Probleme im letzten Jahr. Wir haben alle Probleme. Problem, 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 Problem. Da bist du keine Ausnahme. Lass uns doch mal das Problem benennen. Was für ein Welches Problem? Was das Problem ist? Du. Du und niemand sonst. Wie war das bitte? Hat der einen totalen Knall, der Kerl? Hast recht, ich hab einen Knall. Und jetzt musst du dir Gedanken machen, oder etwa nicht? Jetzt hör mal zu. Aber klar, ich höre, Peter. Gut, hör mal. Du klingst gerade wieder wie Don Corleone. Ja? Scheiße, was ist hier eigentlich los? Du ziehst hier als Einziger nicht mit am Strang. Du bist im Geschäft nicht gewachsen. Ich denke, diesem Laden ging es besser ohne dich. Nein, nein, das sehe ich anders. Ach, tatsächlich? Ich habe ein paar Probleme und ich übernehme die Verantwortung für alles. Oh, das war jetzt wirklich sehr überzeugend. Was soll ich denn machen? Hier bin ich. Okay, 2 Minuten unter 4 Augen. Wir sehen uns dann morgen. Der Typ ist der Hammer. Für heute gehst du nach Hause und kommst morgen früh wieder. Denk darüber nach, was du ab morgen in das Geschäft mit einbringen willst. Denk gut darüber nach. Und es sollte sich nicht nur schön anhören, denn ich werde hier sein und gucken, was du tust. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich bin noch etwas verletzt. So wie ich das sehe, hat er all die Sachen zu mir gesagt, die die Leute mir immer sagen wollten und sich nicht trauten. Also vielleicht hat Gordon recht. Nicht vielleicht. Nein, sagen wir einfach, dass Gordon recht hat. Ich werde mich reinhängen und ich werde wiederkommen und tun, was er sagt. Dieser Laden bin ich. Der Laden bin ich. Das bin ich. Ich muss dafür sorgen, dass er läuft. Zu Gordons großer Überraschung kümmert sich Peter am nächsten Morgen gleich darum, dass der Kühlraum repariert wird. Es ist undicht, da muss schnell einer kommen. Das Ding ist undicht. Das ist das Regenwasser vom ganzen letzten Jahr. Können Sie jemanden herschicken, der sich das mal ansieht? Ist es durch? Ich bin echt überrascht, dass Peter die Initiative ergreift und den Kühlraum in Ordnung bringen lässt. Mit einer völlig rund erneuerten Küche ändert sich auch die Einstellung von John und Robert. Mann, ist das aufregend hier! Ich denke, alles läuft hier bestens. Gut. Und die Gerichte kommen an? Ja. Das familiengerechte Essen ist ein Riesenhit bei den Gästen. Hier ist es richtig gut. Ich fühle mich sehr wohl. Tja, Hausmannskost hatte ich noch nie. Hier im Ort hat es das noch nie gegeben. Und die Mundpropaganda sorgt für steigende Profite. Wir verdienen einfach mehr Geld. Wir verdienen sehr viel mehr. Unglaublich. Ich zeig's dir, sobald es ruhiger ist. Um die Gemeinde zu erreichen, richtet Peter den ersten Babylon-Familientag aus. Heiliges Kanonenrohr. Sieh dir das an. Hallo allerseits. Da hinten steht die Lasagne. Lasst sie euch schmecken. Das Essen ist voll geil. Ja. Hey. Ja. Das ist ein ganz großartiger Start, um klarzumachen, dass wir ein Familienrestaurant sind. Hey. Komm und meine Familie bedient deine. Eins fehlt allerdings noch, um den Neustart komplett zu machen. Möge der Segen unseres allmächtigen Herrn, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit euch sein. Das war eine Wiedergeburt.
Da war uns der Segen wichtig. Darf ich Sie bitte umarmen, Vater? Ich stehe auf das Umarmen von Priestern, ganz ehrlich. Peters Engagement verbesserte sich in den folgenden Wochen. Ja, ich bringe noch ein paar Extrateller. Dankeschön. Er schloss Frieden mit Nicole. Danke, Peter. Mir leid, okay. Ich hatte das alles falsch verstanden. Es ist so, ich spiele hier nicht länger den Boss. Ich werde ein Teamspieler sein und tun, was getan werden muss. Ich werde die Leute fragen, ob sie meine Hilfe brauchen. Hier die Karte. Das Hemd ist schön. Danke. Wunderschön. Und endlich bekommt Tina die Hilfe, die sie benötigt. Ich bin gerührt. Ich glaube schon, dass Peter seinen Teil jetzt übernimmt. Ich denke, dass er seine Rolle jetzt ernst nimmt. Tut mir leid, ja. Hab dich lieb. Ich dich auch. Tut mir leid. Lasst uns noch mal eins klarstellen, okay? Wir haben jetzt einen Eindruck davon bekommen, wie gut dieser Laden laufen kann. Ja, haben wir. Und im Vergleich dazu, was ich gesehen habe, als ich hier ankam, war der Abend heute ein Unterschied wie Tag und Nacht. Als Gordon hierher kam, befanden wir uns im freien Fall. Dieser Mann hat mein Restaurant ganz neu erfunden. Er hat den Schwung in den Laden zurückgebracht. Wenn ihr das nicht nutzt, seid ihr schön blöd. Ihr habt eine potenzielle Goldmine hier, die jeden Einzelnen von euch erfolgreich und reich machen kann. Wir sind jetzt definitiv auf einem guten Weg. Jetzt dürfen wir diesen Schwung nicht mehr verlieren. Danke für euren Einsatz. Ja? Wir haben alle erdenkliche Hilfe bekommen. Wir können uns glücklich schätzen. Wir haben alles, was wir brauchen. Gute Nacht. Gordon hat darauf geachtet, dass das Prinzip Familie beim Neustart im Vordergrund steht. Und wir lieben uns alle. Und das ist meine allerbeste Zutat in diesem Restaurant. Liebe ist einfach das Wichtigste. $3,000. Und das nur für den Extrastoff. Hau rein. Ich habe mich fast in ihn verknallt. Meinen ersten Sohn nenne ich nach ihm Gordon. Gordon Ramsay Pellegrino. Gordon hat unsere Familie wieder zusammengebracht. Gute Nacht, mein Freund, ja? Danke. Wenn die füreinander einstehen und sich nicht an die Kehle gehen, dann wird das ein Erfolg hier, aber... Stoppt die Scheißstreiterei hier!